Da ist ein Creeper, da ist ein Creeper. Wow! Hat der Creeper die Tür? What the fuck? Ich begrüße euch mal wieder herzlich zu einer neuen Folge von Gestrandet wie Wein, dem Rundgang durch die ganzen Gebäude der anderen Mitbewohner. Teil 3. Teil 3 mit dem Björn und mir, der Givi. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Und heute haben wir uns ja vorgenommen, wir gehen als nächstes zu dem Grants da hinten hinter mir. Da seht ihr einmal diesen schönen Turm und noch ein paar andere Gebäude. Die werden wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Ich wechsle mal eben die Perspektive. Ich wollte gerade sagen, in Third Person von vorne ist, glaube ich, schwer. Und wir werden jetzt mal schauen, wie wir hier am besten mal rüberkommen zu dem Herrn Nachbar. Na, die Frage, gehen wir wirklich zuerst zu Grants? Wir gehen zuerst zu Grants, ja. Wobei, stimmt, das ist so nah dran. Da sehen wir schon, der hat als einziger, glaube ich. Ich glaube, Dalu ist noch jemand, der arbeitet mit Granit, aber der Grants, der hat sich den Granit unter Nagel gerissen und hat angefangen, sich hier ein Türmchen zu bauen. Muss ich ja sagen, sieht echt cool aus. Sieht so aus wie so ein altes, ich weiß auch nicht. So ein Fachwerkhaus, oh, McMahon ist es online. Fachwerkhäuschen nicht wirklich, aber es sieht so ein bisschen technisch aus. Ja, ne, technisch, ich weiß nicht, das sieht eigentlich, das sieht so ziegelsteinmäßig aus. Ja, ich finde so kernkraftwerkmäßig so. Also als erstes, was uns natürlich auffällt, ist der Boden. Und da hat er irgendwann mal, ich glaube anfangs in seinen Folgen, hat er diese Lavagrube entdeckt und hat sich gesagt, auf die baue ich. Eigentlich eine echt extrem coole Idee. Ja, und hat hier alles mit Glas ausgelegt und ich finde das auch ziemlich cool. Ich fände es sogar noch cooler, wenn es noch ein bisschen näher an der Lava dran gewesen wäre. Ja, irgendwie so nur vielleicht einen Block oder so drüber. Genau so, dass man denkt so, boah, krass, aber gut. Man ist hier so, schwebt hier so ein bisschen auf dem Glas unter dieser Lavaquelle. Und dann geht's hier nämlich einmal hoch. Ich glaube auch das hier ist je nach Texture Pack nochmal, weil es gibt ja Texture Packs, wo man die Ränder von dem Gitter nicht unbedingt, also von dem Glas nicht sieht. Ich glaube, dann wirkt das nochmal ein bisschen cooler, weil wenn man dann sieht man das Glas in manchen Texture Packs nicht und dann sieht es so aus, als würde man wirklich über der Lava fliegen. Soll ich dich mal hauen? Nein. Sollst du nicht. Und dann kann man da runter gucken und dann sieht man die Lava und ich meine, er hatte einen Block auch freigelassen, sodass er hier eben seinen Trash reinschmeißen kann. Wir könnten hier mal was irgendwie... Haben wir irgendwas Trashiges, das man da mal reinwerfen kann? Das ist natürlich... Jetzt ist auf der Kante gelandet. Na toll. Ja gut. Und sein Bettchen steht hier und er hat einen schönen Ausblick auf den... wer ist denn das? Ich glaube, das ist Goro und dann kommt Nefi. Da werden wir uns als nächstes mal hinmachen, weil ich glaube, das war's auch mit Grant. Er ist da noch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich konnte übrigens zum Glück den Stein einfach durchs Glas durch aufsammeln. Das heißt, der liegt da jetzt nicht mehr. Er wäre ja sowieso irgendwann sonst verschwunden. Ja, das stimmt. Immer noch schön von Weitem zu sehen, McManus. Und oh, jetzt habe ich meinen Chunk, der lädt nicht so weit. Aber auf jeden Fall, Lubis Gebäude seht ihr da ganz hinten. Ja. Wir gehen erstmal hinten zur Tafel. Warte mal, wollen wir nicht irgendwie hier den Berg hoch kurz? Nein, das machen wir zum Schluss. Okay. Denn als nächstes gehen wir mal zum Dunkard. Der ist nämlich da links neben der Tafel und Goro ist hier vorne. Ja, hier, ich war, das ist wahrscheinlich auch schon in der einen oder anderen Aufnahme mal drin gewesen, aber nicht beim Rundgang. Oder was? Hattest du den Rundgang drin? Nein, so weit war ich beim letzten Rundgang nicht. Warum sind eigentlich immer irgendwelche Fragen über den Tod? Wir hatten irgendwie in den letzten Folgen mal, für was habt ihr die größte Angst jetzt hier? Was würdet ihr tun, wenn ihr morgen sterben würdet? Könnt ihr nicht mal ein paar fröhliche Fragen stellen? Da würde ich mich drüber freuen. Naja, hier ist doch eine schöne. Wie habt ihr kennengelernt? Ist das so gewollt oder ist es euch einfach so auf dem Weg abhanden gekommen? Ich glaube, da vielleicht ist da auch, ich weiß es nicht, was da rein soll. Gut, also die Fragetafel ist diejenige, wenn ihr richtig gute Fragen unter dem Hashtag MCGWeWein stellt, egal ob Twitter oder unter der Kommentarfunktion von YouTube, die besten Fragen, die werden hier dann einmal an diese Wand gepinnt und da darf sich dann jeder dran bedienen und die für seine Folgen nutzen. Auf der Rückseite haben wir noch das Netaportal. Genau, hier ist einmal das berühmte Netaportal, was Nefias gestern geschrottet hat so ein bisschen.
Ich glaube, auf der anderen Seite steht das Ding jetzt unter Lava, wenn ich das richtig mitbekommen hatte. Nicht mehr, hat es gefixt. Okay, das ist ja gut. Nachdem er 6-7 Mal gestorben ist. So, darf ich vorstellen, das ist Alucard. Okay, es ist so hier links Wasser, rechts Feuer. Ja, er macht so ein Thema, ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, ist es das Thema Himmel. Das bedeutet, man geht bei ihm wohl erst in den Himmel und von dem Himmel kommt man dann wieder runter in die Hölle. Okay, ja, hier kann man runter. Ja, oder hat das doch umgekehrt gemacht? Ich meine... Gott, da kommt man nicht mehr raus. What the fuck, du blockst mich. Du blockst mich, ich krieg keine Luft mehr. Hoch, hoch, hoch. Hoch. Oh, ich bin ja am Schwimmen. What the fuck, ich krieg Schaden. Ich auch. Okay, sehr gewagtes Unterfangen hier bei Lalu. Kommt man da echt nirgendwo lang? Doch, muss doch. Ich glaube schon, dass der irgendwo rausgeht, aber ich habe es eben in der Schnelle, wahrscheinlich in die Richtung wäre es rausgegangen, weil da ist irgendwie ein Gang. Na gut, jedenfalls, ich würde mir das eigentlich gerne angucken, aber magst du nochmal versuchen? Ja, hier geht's raus. Ja, das hätte ich dir auch sagen können, das habe ich auch... Ich komme hier nicht raus. Du musst ein bisschen nach oben, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach oben, jetzt nach vorne. Oh, meine Güte. Das stirbt man ja schon fast bei dem Gang hier runter. Das passt auf jeden Fall zum Thema. Ja, ich denke mal, da unten ist einfach mein Eingang. Soweit ich weiß, wollte er hier... Wir gucken mal eben. Oh, hier Zombies. Ja, hier dürfen irgendwo Höhlen anliegend sein, von daher. Ja, es sieht auf jeden Fall so aus, als hätte er gestrippt, meint. Nee, ich glaube, das hier ist einfach nur so ein Gang und da hinten geht's, glaube ich, in meine Mine rein. Ich habe aber gesehen, dass sie öfter so meinen, dass sie mal ein paar Blöcke reinschlagen, zwei rein freie Blöcke reinschlagen und gar nicht wirklich die Gänge schaffen, sondern immer so gucken, ob sie irgendwelche Ressourcen finden. Okay. Ja, ich glaube, wie gesagt, wenn man hier weitergeht, da ist meine Mine. Deine Mine? Ich meine ja. So weit? Bis? Naja, zumindest mein Strip-Mining-Gang. Warte, man müsste hier hoch. Nein, warte, wo war's? Hier. Wenn man hier in die Gänge reingeht, da kommt man zu meiner Mine. Da hast du ja ganz schön weit reingebuddelt. Oder er hat ganz schön weit zu dir in die Richtung gebuddelt. Ich glaube, sowohl als auch, weil ich habe ja einfach Strip-Mining-Gänge gemacht und ja. Da hinten steht ein Skelett. Ja, habe ich schon gesehen. Er hat auf jeden Fall sehr viel Lava bei sich in der Nähe. Das ist richtig. Nun gut, aber er hat sich, glaube ich, erstmal um das äußerliche Wohl gekümmert seines Hauses und ich glaube, der Rest kommt ja noch. Soweit ich, wie ich ihn verstanden habe, wollte er erst einen Gang nach, ich weiß gar nicht, kann das sein, dass er erst einen Gang ganz nach unten machen will in die Hölle und von der Hölle kommt man dann in den Himmel oder umgekehrt? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war andersrum. Ja, er hatte zumindest in seinem letzten gestrandet Einzug gesehen von GameStar, hatte er auch sowas ähnliches mal gemacht. Oh, ich sollte vielleicht auch irgendwas finden. Hast du zufällig gleich noch was zu essen? Ja, ich habe noch ohne eine Kartoffel. Das ist sehr gut. Dann kannst du mir gleich etwas abgeben. Ich habe nämlich nichts mehr. Yay, Freiheit. Hat er genau richtig abgepasst von der Länge. Ja, das ist richtig. So zwei Blöcke höher oder so und dann hätte man schon ein Problem gehabt. So, gehen wir auf der Wasserseite raus. Aus der Himmelseite so gesehen gehen wir raus. Aber trotzdem, die Idee finde ich cool und auch Wahnsinn, wie viel Glowstone er sich schon gefarmt hat, ne? Oh ja. Also, es hat zwar noch nicht genügend, also man sieht das hier oben noch an der Ecke ein bisschen was. Ja, ja, das ist richtig. Aber das Thema finde ich cool und warum hier ein Wasserloch ist, frage ich mich natürlich jetzt auch. Kannst du schwimmen? Wahrscheinlich, nee, zum Jumpen ist es auch nicht geeignet. Keine Ahnung, warum das hier. Ich weiß es nicht. So, kurze Orientierung. Wer war da vorne nochmal? Ich muss gestehen, in dem Bereich hier kenne ich mich nicht mehr wirklich aus. Weil ich glaube, ist das hier Shigo dann? Vielleicht steht ja ein Schild dran. Weil da habe ich noch nichts zu... Ah, das müsste Shigo sein, weil kein anderes Mädchen außer Shigo würde sich einen Hasen einzäunen. Das muss doch hier Shigo sein, oder nicht? Wir gucken mal eben rein. Oh ja. Geräumig. Sind das hier Art Treppen oder? Ach nee, das ist nur ein bisschen so Verzierung.
Ist hier nirgendwo ein Schild? Kommt. Brieft uns mal ein wenig. Wer wohnt hier? Doch, das ist Shigo. Aber ich dachte eigentlich, Shigo wollte auf dem Berg bauen. Oder ist es hier? Das hier sind Stallungen. Das sieht cool aus. Ja. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil Dalu da vorne wohnt, dass das hier Shigo sein müsste. Ich gehe auch davon aus. Oder war gerade ein Enderman, das ich weggeportet habe. Oh ja, ich habe, weißt du, habe ich ihn eben angeguckt? Nein, er ist weg, also ich dürfte ihn nicht angeguckt haben. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Shigo, wie findest du es? Irgendwie, warum kommt man da noch nicht oben hin? Das frage ich mich. Ist auf jeden Fall cool, also drin die Einrichtung gefällt mir ziemlich gut, dann finde ich das mit dem, also ich meine, der Tierstall hier vorne ist so provisorisch, so ähnlich wie bei uns, das ist halt genauso, ja, nichts Wahres, sage ich mal, aber hinten den Stall, der da schon angedeutet ist, wo noch keine Tiere drin sind, den finde ich extrem cool. Ich würde mich mal gerne eben reinbegeben, es wird nämlich dunkel. Und ach, hier was? Ist nichts ausgeleuchtet. Oh Gott. Ich verteidige uns. Ach, hier geht's hoch. Ja, also ich finde die Aussicht sehr schön, weil das so eine Panorama-Aussicht ist in alle möglichen Richtungen. Ja, ich gehe mal davon aus, hier kommen irgendwie noch Fenster rein, denke ich mal. Ja, wobei, wenn das jetzt so offen gelassen werden würde, fände ich es auch nicht schlimm. Wobei, es gibt ja jetzt diese neuen Fenster in allen möglichen Farben, das könnte schon ganz schick aussehen. Ja. Aber ich bin mal gespannt, inwieweit Dalu da noch hochbaut. Also er wird ja dann, denke ich, auch einen Turm bis in den Himmel reinbauen. Wie es dann hier mit der Aussicht ausschaut. Also auf jeden Fall hat sie sich so ein bisschen ein Randstück ausgesucht, wo sie nicht allzu nah dran Nachbarn hat, die ihr so ein bisschen das Panorama versauen mit ihren verschiedenen Gebäuden. Ja, ich find's auf jeden Fall ganz cool. Und man kann, glaube ich, sogar da hinten auf den Sumpf gucken. Ja, hier so ein bisschen, wobei hier ist schon fast wieder mehr Meer, so gesehen, als Sumpf. Ja, muss ich sagen, gefällt mir. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weiterzulaufen, weil einfach gerade Ecke Grants etc. spawnen so verdammt viele Creeper. Ah, die töten wir. Das passt schon. Ja, ich will halt nichts kaputt machen. Da oben haben wir noch einen Garten, den haben wir gar nicht gesehen. Ja, hier ist ein Garten. Ein sehr dunkler Garten. Ja. Also hier hätte man ruhig ein bisschen mehr beleuchtet, würde es auch den ganzen Pflanzen und so weiter besser gehen, wenn da ein bisschen mehr Licht wäre. Das spawnen jetzt auf der Wiese die ganzen... Wow, ja. Das da hinten sieht ja auch toll aus in die Richtung. Was ist das da hinten ist noch? Ist das das Villager-Dorf? Wo bist du? Ich bin da hinten am Garten unten runter. Ich glaube da hinten, oder ist das? Nee, das ist kein Villager, da können wir nochmal eben hingehen. Ja. Das ist kein Villager-Dorf, ihr merkt oder? Ab dieser Folge, sind wir schon ein bisschen planlos, wer hier alles noch so in der Ecke gebaut hat? Doch, ich glaube, das ist ein. Doch. Doch, ja, ist Villager-Dorf. Das ist also das Villager-Dorf. Ich glaube, in Folge 1 von Dalu, Shiku und Dadosh sind sie auch als allererstes straight in dieses Dorf hier reingerannt. Wollen wir mal eben gucken, ob die vielleicht irgendwo Bücherregale und so machen? Ich glaube, hier ist alles abgebaut worden. Wir töten mal eben das Skelett hier. Ich glaube, hier sind sowohl alle Villager tot, als auch alle Bücher weg und... Das ist ja nee, hier lebt sogar noch ein Villager. Echt? Die Armen, die wurden geplündert. Oh ja, ich hör auf jeden Fall was. Hier sind zwei drin in dem einen Gebäude. Hier ist ein Zombie. Oh ja, hier ist auch. Hallo. Du brauchst keine Angst haben, alles wird gut. Hey, der Tisch ist hübsch. Darf ich den haben? Nein. Ja, also sie versuchen, glaube ich, gerade ihr Gebäude und ihr Haus und alles wieder aufzubauen. Hallo, ach, keine Angst für mich. Ah, hier tauscht, werden Hirne gegen Emeralds getauscht. Ah, und ich habe meine Hirne nicht mitgenommen. 38, na gut, so viele hätte ich, glaube ich. Und der andere tauscht 40. Das ist ja mal hier. Was für ein schlechter Deal. Der andere ist aber günstiger, der Kollege. Okay, bevor wir jetzt noch mehr abweichen vom Thema, machen wir gleich mal einen kurzen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Gebäude wieder. So. Im Haus von dem lieben Gorobei. Da haben wir einmal das Schild. Gorobei. Gorobei. Hier fehlt irgendwie das Schaf. Ja. Stein, Erde, sonstiges. Also das ist auf jeden Fall ein Kisten-Sortierer. Hier haben wir naja, einen. Sind wir mal ehrlich, Stein, Erde, sonstiges. Das ist jetzt nicht die riesige Sortierung. Immerhin.
So, und hier hat er einmal die Kühe von den Schafen getrennt. Ganz vorbild. Rassentrennung. Ja, so muss das. Artgerechte Haltung. Und er hat primär sein Haus jetzt, was ist das, Stone? Stein und Wolle. Und aus Wolle, ja, wobei das ist... Da ist ein Creeper, da ist ein Creeper. Wow! Hat der Creeper die Tür? What the fuck? Der Creeper kann Türen öffnen? Seit wann geht das? Ich will den mal eben Achso, der hat diese Platten, glaube ich, da in seinem Haus. Da ist wahrscheinlich der Creeper über die Platte gerade gewandert. Das kann sein. Du machst den, ja? Okay. Lustig, wir wollen in Gurus Haus rein und ein Creeper macht uns die Tür auf. Oh, ist ja nett. Ja, ist ja freundlich. So, jetzt ja, hier sind tatsächlich Platten. Ja, okay, ich dachte gerade, der kann Türen öffnen. Das wäre schon sehr lustig gewesen. Das wäre auch kacke gewesen. Stell dir mal vor, er geht da so rein, denkt sich nichts bei. Der Creeper, er bemerkt ihn nicht und er kommt von hinten und explodiert erstmal. Schade. Hier ist, das ist auch cool. Hier so eine Art Teppich durch die Wolle hier. Ja, man kann hier irgendwie Teppiche herstellen. Das ist schon, das könnte sogar ein richtiger Teppich sein. Es müsste Teppich sein, ja, weil der sich ein bisschen abhebt. So, und hier oben ist das, der Monster-Spawner so gesehen. Ja, weil hier oben ist nicht ausgeleuchtet, was, wir wollten eigentlich ja gerade während der Aufnahme warten, dass es hell wird und, wir haben dann so vom Weiten von der Tafel auch so ein bisschen auf Gurus Haus geguckt und hier hat sich eine gesamte Skelettarmee gebildet. Ja. War sehr unvorteilhaft. Deswegen haben wir gewartet, dass es wieder ein bisschen safer wird, um uns das Haus ein bisschen genauer anzugucken. Und hier geht es auch noch neben dem, dass es hochgeht, geht es anscheinend auch noch runter. Und das war's. Ja, soll es noch runtergehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er sich da eine Mine oder einen Keller machen will, aber auf jeden Fall wird es da wohl noch runtergehen. Ist aber auch, finde ich, sehr hell und freundlich. Finde ich sehr schön. Ja, durch die weiße Wolle wirkt es halt wirklich sehr hell. Weiße Wolle ist eigentlich auch ein ganz beliebter Rohstoff, habe ich das Gefühl. Ja, ich meine, Dennis hat damit gebaut und hier wird damit gebaut und ich glaube, wir hatten noch mehr, die mit weißer Wolle gebaut haben. Ja, Crabs. Ist auf jeden Fall, und da hinten geht es ja schon weiter, da sehe ich auch irgendwie weiße Steine und so weiter. Ja, ich glaube, das ist Sandstone, oder? Gucken wir gleich. Auf jeden Fall, das ist so viel zu Guru. Er hat ja leider sein kleines Prostituierten-Schäfchen irgendwie von dann gezogen. Ich weiß nicht, was er damit genau gemacht hat. Wollen wir es wissen? Nee, eigentlich nicht. Gut. Gut, Guru, sehr schönes Haus, mach weiter so. Und setzt da mehr Fenster ein als nur eins. Und beleuchte es anständig, damit man es auch besuchen gehen kann. Dass uns beim nächsten Mal kein Creeper entgegenkommt. Was ist das hier für ein Hütchen? Was? Was? Das hier. Wer Demis? Wer Demis? Och, Mensch, siehst du mal, den haben wir gar nicht angekündigt heute, weil ich wusste gar nicht, dass der hier gebaut hat. Ja. Das ist ja süß. Ja, wer Demis hat ja lange Zeit, glaube ich, sein Minecraft nicht so ganz hinbekommen, also dass es vernünftig läuft. Weswegen er so ein bisschen später jetzt in dieses Projekt eingestiegen als die anderen. Von da ist entschuldigt, dass er bislang nur so eine kleine Hütte hat. Ja, ja, ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Wem gehört das hier? Jetzt muss ich mal schauen. Das da vorne müsste Maxi, also McFly sein. Und hier müsste Nephias sein. Habe ich recht? Hier ist kein Schild. Hier ist auch noch nichts drin. Nee, das müsste... Jetzt bin ich total verwirrt. Ich weiß, ich habe die beiden schon mal besucht, aber ich weiß nicht mehr genau. Nee, das da hinten müsste Nephi sein. Und dahinter müsste McFly sein. Also kann sein, dass das hier vielleicht auch noch zu Verdemis gehört oder zu irgendjemand anderen. Wir können es nicht sagen. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns doch einfach in die Kommentare, damit wir ein bisschen aufgeklärt werden. Ich kann es euch leider auch nicht sagen. Die beiden Gebäude hier von Verdemis und das hier vorne, das gab es vorher einfach noch nicht. Das nee, ist die kenne ich noch nicht. So, ich meine da hinten, das müsste der Nephi sein. Was ist das hier rechts? Das hier. Das ist auch neu. Sieht aus wie so eine Art Arena oder so. Und? Wow. Selbe wie Lava, nur hier in dem Fall mit Wasser, was so ein bisschen noch nicht ganz aufgegossen ist, scheint mir. Da fehlt noch ein bisschen Wasser im Becken. Ja, hier stimmt, an den Rändern. Es sei denn, das soll so, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich weiß auch, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß. Soll das eine Arena darstellen? Oder ich meine, was soll das darstellen? Werden wir auf jeden Fall weiter beobachten, was das genau werden soll. Bei dem nächsten Rundgang, der ja dann ein bisschen länger dauern wird, bis wir dann nochmal einen machen, damit es einfach mehr zu zeigen gibt. Ja.
Sieht interessant aus, bin ich echt mal gespannt, was das wird. Und auch wieder kein Namensschild. Nee, leider nicht, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es könnte vielleicht sogar noch hier oben mit zu Nifi gehören, aber ich weiß es tatsächlich nicht. So, hier oben scheint der, hier unten scheint der Nifi Mine zu gehen. Das scheint ein normaler Mining-Eingang zu sein. Ich hätte jetzt ursprünglich gedacht, da geht's nach oben, aber nee, da geht's nur nach unten. Bist du denn, meinst du? Ja, da geht's nur nach unten, das geht zu tief runter. Ich wollte gerade sagen, weil ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass man da hochkommt. Man kann, glaube ich, sogar hier das Wasser nutzen. Da gehe ich von aus, ich wollte nur erstmal so ein bisschen nach oben schon mal springen. Oh, mühsam. Okay, hier ist Zuckerrohr. Eins musst du noch. So, wir sind oben. Zuckerrohrplantage, eine kleine. Wo ist denn hier der ursprüngliche Eingang, Nefi? Wo hast du den hingebaut? Okay, also Ursprungsidee, glaube ich, soweit ich die beiden verstanden habe. Hier haben wir ja einmal Nefias. Und wenn wir jetzt da hinten rüber gucken, da wohnt nämlich McFly, das sieht man so ein bisschen. Und ich glaube, die beiden wollten irgendwann nochmal eine Brücke von diesem Gebäude zu dem da vorne ziehen. So, um sich gegenseitig besuchen zu können. Kann man auf jeden Fall gespannt sein. War da unten noch irgendwas Tolles? Hier unten ist auf jeden Fall irgendwie noch, ich weiß nicht, Räumlichkeiten, sag ich mal. Oh, er hat einen Golem. Guten Tag. Oh ja. Sir. Walter. Golem Walter. Hallo Walter. Der passt so ein bisschen auf seine Schatzkammer hier auf, habe ich das Gefühl. Ausrüstung. Ah, da hat er so ein bisschen ein paar Bögen und sowas rein. Ein Iron Horse Arm. Cool. Ein paar, oh Gott, er hat hier Melonen und alles sogar schon. Wo kriegen sie die ganzen Sachen her? Melonen gibt's eigentlich nur in Höhlen. Dann hatte er wohl Glück. Aber der Golem tut uns jetzt nichts, ja, ne? Nur wenn wir solange jetzt wir nicht angreifen. Okay. Ja, auf jeden Fall so ein kleiner Kräutergarten, so eine kleine Schatzkammer. Das wird, denke ich, alles irgendwann nochmal in eine andere Richtung umdisponiert werden. Aber der Nefi, der hat sich auch Gedanken gemacht zu seinem Häuschen und welchen Bodenbelag er wählt. Und es ist alles so schön, dass es irgendwie, bei mir ist es ja jetzt bei der Küche klar, natürlich Altbau, alles aus Stein. Aber ich finde das schön, dass sie hier so einen Materialmix einbauen bei ihren Häusern. Ja, auf jeden Fall. So hier dieses helle, unverarbeitete Holz und dann hier das verarbeitete und dann die Muster, diese Kringel da drauf, der vom Baumstamm. Ist ja schön. Ich frage mich gerade, ich glaube, hier können wir runter. Ja, also das ist das Einzige, was ich hier so ein bisschen vermisse, irgendwie so ein Eingang. Ja, das wird wahrscheinlich alles noch kommen, aber ich glaube, er hat auch noch nicht geahnt, dass er heute Besuch empfängt. Damit muss man immer rechnen. Damit muss man immer rechnen. So. Dann abschließend noch der liebe McFly. Ich glaube, dann haben wir auch alle vom Projekt. Haben wir dann irgendjemanden vergessen? Julia. Keine Ahnung, wo Julia Twin wohnt. Ich würde echt gerne mal gucken gehen. Vielleicht sind wir auch schon an eins der Gebäude vorbeigekommen und das war die Jule. Ich habe aber keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie weit die weggebaut hat. So. Thronsaal Methalle. 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 So, warte mal, da vorne ist auch noch ein Schild, da gucke ich mal als erstes noch. Was haben wir hier? Hier entsteht der Palasto Prosto von Maxi McFly. Ah, Prozzo, ja. Palasto Prozzo. Und hier könnte unsere Werbung stehen. Hier könnte ihre Werbung stehen, nicht unsere. Ja, aber es kommt ja von ihm, ihre, also unsere. Schade, dass ich jetzt kein Schild habe, sonst würde ich da jetzt www.sofagaming.de draufschreiben. Das hätte was, aber ich habe leider auch kein Schild dabei. Ja, und auch kein Holz und so. Nun gut, hier entsteht also der Palasto Prosto. Ich will mal wie prostituiert kurz vor Prosto sagen. Palasto Prosto. Prozzo von McFly. Also protzig. Gibt es in der Methalle bestimmt auch die Prostituierten. So protzig wirkt das aber noch nicht. Aber ich weiß ja nicht, inwieweit er vorhat, hier noch an den Seiten und so zuzubauen. Ne? Das kann jetzt erstmal nur der Platz Richtung Methalle sein und alles danach folgt dann noch. Ja. Und die Aussicht auf die Richtung. Vielleicht sehen wir da noch irgendein Gebäude. Ist Julia irgendwo hier? Julia, bitte melden. Vielleicht ist von Julia auch dieses Arena-Ding oder was wir nicht identifizieren konnten. Hm.
Ich hätte mal in ihre Aufnahmen ein bisschen genauer gucken sollen, wo die sich so aufgehalten hat. Dann hätte ich es wahrscheinlich auch gewusst. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Gut, aber wir haben unseren Rundgang abgeschlossen. Außer Julia. Und, aua, nein, nicht runterwerfen. Aha. Wie soll ich denn wieder hier hochkommen? Ach man, du bist ja doof. Na, toll. So. Wollt ihr den schönen Aussicht, wollt ihr die schöne Aussicht hier mir angucken? Als ja. Abschließendes. Ups, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Das wollte ich nicht. So. Ja, ich weiß gar nicht. Julia hat, fehlt uns noch irgendjemand? Ich glaube nicht. Ich könnte in die Videobeschreibung gucken. Ja, guckt in die Videobeschreibung. Schreibt uns am besten ansonsten, falls ihr noch irgendjemanden sehen wollt, den wir vergessen haben, dann tut es uns natürlich leid. Wir wissen auch noch nicht ganz genau, wo hier alle wohnen, aber ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Was ist mit Horchi? Stimmt, Horchi und Julia, die haben, glaube ich, aber beide in derselben Nähe gebaut. Also Horchi und Julia, die fehlen noch. Wenn ihr wisst, wo die wohnen, sagt es uns oder schreibt es uns. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass es euch wie immer gefallen hat. Ihr euch so ein bisschen freut über so einen gewissen Einblick, was hier auf der gestrandeten Insel so alles los ist. Und schaut auch bei den anderen Kanälen vorbei, wenn ihr die Entstehung dieser hübschen Gebäude beobachten möchtet. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich tschüss. Ciao.